Einen schönen guten Tag. Wir befinden uns hier gerade im Rathaus der Stadt Hameln und ich bin Claudio Griese, der Oberbürgermeister der Rattenfängerstadt. Also wir können jetzt konstatieren, nach 9 Monaten Krieg in der Ukraine, dass wir über 900 Menschen, fast 1000 Menschen aus der Ukraine hier in Hameln haben. Viele sind über private Kontakte hierher gekommen, allerdings auch einige, die uns dann über die sogenannte Quote vom Land Niedersachsen zugewiesen werden. Also es ist schon eine sehr große Herausforderung, derart viele Menschen in der Kürze der Zeit auch dann A unterzubringen und vor allem dann da auch für zu sorgen, dass sie irgendwie auch einen Anschluss bekommen an unsere Gesellschaft. Wir haben ja erfreulicherweise ein Integrationsmanagement, was wir ja auch aufgrund der Erfahrung, die wir in der ersten Flüchtlingswelle hatten, hier geschaffen haben. Wir haben ja auch sehr viele Fördergelder vom Land Niedersachsen im Rahmen der Sekundärmigration zur Verfügung gestellt bekommen. Da hatten wir natürlich auch dann Personal, was geschult war und auch bis heute mit vielen Menschen aus der Ukraine in Kontakt steht. Das, was natürlich schwierig ist, ist zum einen die Frage, wie sieht es aus mit der Ausbildung, sprich auch mit der Möglichkeit hier in Deutschland. Und das ist eben so, dass viele Ukrainer uns auch gleich angesprochen und gefragt haben, wo kann ich denn hier überhaupt arbeiten? Sie die Möglichkeit ja auch erstmal bekommen müssen, arbeiten zu dürfen. Da geht es ja dann um die Anerkennung der jeweiligen Abschlüsse beispielsweise aus der Ukraine hier in Deutschland. Und dann natürlich auch die Frage, was ist mit unserer Infrastruktur? Also gerade die jungen Menschen, die Kinder, die bei uns sind oder auch Jugendlichen, die eben entweder staatliche Einrichtungen in Form von Kindertagespflegen oder auf der anderen Seite auch eben die schulischen Einrichtungen besuchen müssen. Auch das ist ja ein durchaus zähes Geschäft. Und das stellt uns natürlich auch in Gänze vor große Herausforderungen, weil wir uns auch um die Menschen ja wirklich nicht nur kümmern müssen, sondern auch kümmern wollen. Also insofern, das ist schon eine große gesellschaftliche Aufgabe, der wir hier nachkommen wollen. Hat man gezählt, wie viele Menschen bisher angekommen sind in Hameln? Jein, also gezählt natürlich schon. Das Problem ist, dass wir ja auch nur von den Menschen wissen, die wir registrieren können. Also wir haben auch von vornherein, als der Krieg ausbrach Ende Februar, dann diejenigen, die zu uns gekommen sind und Kontakte hatten zu Menschen aus der Ukraine oder dorthin Verbindungen hatten, immer wieder gesagt, bitte teilt mit, dass Sie sich hier in der Stadt Hameln registrieren mögen, damit wir die Möglichkeit haben, auch zu wissen, wer sich hier bei uns aufhält. Dadurch, dass natürlich die Ukrainer grundsätzlich die Möglichkeit haben, sich hier 3 Monate in Deutschland aufzuhalten, ohne dass sie sich registrieren lassen müssen, haben wir da keine genaue Zahl, sondern nur die registrierten Zahlen. Aber insofern muss man auch da sagen, es gibt ja Schwankungen. Es gibt welche, die wieder zurückgereist sind in die Ukraine. Es gibt welche, die neu dazugekommen sind. Insofern liegen wir ungefähr zwischen 900 und 1000 Personen. Gibt es für diese Menschen genug Unterkünfte und wo sind die überhaupt untergebracht? Also insgesamt nicht nur für Menschen aus der Ukraine, sondern generell die Schutzsuchenden, die hier bei uns angekommen sind, haben wir in Hameln schon über 100 Wohnungen zur Verfügung gestellt. Das Problem ist, dass der Wohnungsmarkt jetzt erschöpft ist. Also wir bitten ja auch immer noch dringend darum, dass auch wenn jemand Wohnraum zur Verfügung stellen möchte, er das melden kann, dass wir uns das anschauen. Das heißt nicht, dass wir auch gleich jede Wohnung nehmen oder nehmen können, sondern da geht es natürlich auch darum, dass dann wir ja auch schauen müssen. Es gab ja einen sogenannten Rechtskreisträgerwechsel. Also jetzt sind ja auch die Jobcenter zuständig seit 1. Juni. Da hat sich ja also auch was geändert. Vorher war das ja im Asylrecht verankert. Das ist für die Menschen aus der Ukraine abgeändert worden, um es auch etwas leichter zu handhaben, mit der Konsequenz, dass wir uns diese Wohnung auch anschauen und dann auch klären können, ob die in Betracht kommen. Also zum einen von der tatsächlichen Ausstattung her und auch zum anderen auch, was die Kostenübernahme anbetrifft. Fakt ist aber, dass wir auch durchaus noch einige Menschen haben, die über private Kontakte hierher gekommen sind, die sich auch in Wohnungen von Angehörigen oder Verwandten und Bekannten aufhalten, die aber auch gerne jetzt einen eigenen Wohnraum hätten, weil das ist klar, in einer Dreizimmerwohnung irgendwie mit über 10 Personen zu leben, wird auf Dauer dann auch irgendwie etwas schwierig, das auszuhalten. Und es kommt eines hinzu, wir bekommen ja auch neben denen, die sowieso zu uns kommen, auch Menschen, die uns zugewiesen werden. Auch für die müssen wir noch Wohnraum besorgen. Also insofern sind wir gut beraten, dann auch nach wie vor dafür zu werben, dass jemand, der Wohnraum zur Verfügung stellen könnte, das uns doch auch bitte mitteilen möge.
Das bedeutet also, wenn man jetzt nach dem Wohnraum fragt, ob der reicht, muss man schon sagen, nein. Richtig. Also im Moment haben wir, und da bin ich eigentlich auch sehr froh drüber, alle Menschen noch unterbringen können, dezentral. Also es gibt ja keine Sammelunterkünfte oder ähnliches. Ehrlicherweise muss man sagen, wenn das so anhält und auch das, was das Land, das sind ja auch nur so Pi mal Daumenschätzungen, die vorgenommen werden, wie viele Menschen kommen zu uns nach Deutschland, wie viele Menschen müssen dann verteilt werden. Da gibt es sogenannte Verteilquoten, die dann für den Landkreis gelten und das können Sie dann runterbrechen auch auf die Stadt. Müssten wir im nächsten halben Jahr noch 1.000 Menschen aufnehmen, wenn sie denn tatsächlich alle auch kommen? Das ist ja dann die große Unbekannte in der Rechnung. Aber wenn die alle kämen, hätten wir ein Problem, die Menschen unterzubringen. Wir haben ja noch dann die Überlegung, die ein oder andere Einrichtung zu nutzen, die wir umfunktionieren können oder vielleicht auch für den Winter zumindest nutzen zu können. Wenn das trotzdem nicht reicht, also im schlimmsten Falle würden wir auch über Turnhallen reden. Das, was wir natürlich nicht so gerne machen, weil man da ja auch ehrlicherweise sagen muss, das ist ja dann eine wirkliche, eine große Sammelunterkunft, wo ich keinerlei Privatsphäre habe und wo ich ja dann eigentlich auch sagen muss, das ist ja auch keine Dauerlösung. Also um erstmal ein Dach über dem Kopf zu haben und in Sicherheit zu sein und im Frieden leben zu können, ist das sicherlich erst schon mal ein großer Schritt, aber das ist ja keine Perspektive für die Zukunft. Sie haben aber gerade von Einrichtungen gesprochen. Vielleicht können Sie noch mal kurz erläutern, was für Einrichtungen meinen Sie da? Na, wir haben beispielsweise ja die Werkstraße in Kleinberkel, die wir seinerzeit mal im Zuge der Flüchtlingswelle erworben haben. Die ist ja bisher nie ans Netz gegangen. Wir haben das bisher als Lagerstätte genutzt. Wir sind jetzt dabei, die hier auch noch herzurichten, sodass wir dort auch Menschen unterbringen können. Kurz, was für ein Gebäude ist das? Das war ein Gebäude der Akademie Überlingen. Das heißt also, dort war früher ein Lehrgangsbetrieb und auch das ist eben jetzt kein Wohnhaus, aber es ist etwas, was als Unterkunftsgebäude geeignet wäre und das könnten wir dann auch ans Netz gehen lassen. Und ansonsten kann man natürlich auch über die Einrichtungen nachdenken, wo wir auch Menschen beherbergen, wenn sie beispielsweise das Jugendgästehaus auf dem Finkenborn nehmen. Die Stadt Hameln hat nicht so viel Geld, sagen wir es mal so. Trotzdem muss man dafür bezahlen. Zahlt die Stadt Hameln oder woher kommt das Geld für die Flüchtlingsunterbringung? Also schlussendlich kommt das Geld ja vom Bund. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass auch wir, genauso wie der Landkreis, eigentlich erst einmal immer in Vorleistung treten und dementsprechend ja auch erstmal dafür sorgen müssen, dass Menschen versorgt werden. Wir sind allerdings dann auch für die Unterbringung zunächst vorrangig zuständig und dann eben auch für die sogenannte ausländerrechtliche Erfassung. Also dass die Daten hier bei uns hinterlegt sind, dass man auch weiß, wer sich hier aufhält, was für Dokumente einfach da sind und sind da die Kinder mit erfasst und ähnliches. Aber nichtsdestotrotz zunächst treten eigentlich die Kommunen in Vorleistung. Sie haben vorhin erwähnt, rund 900, also sagen wir mal 1000 Menschen über den Daumen haben schon Schutz gesucht bei uns. Was kostet das ungefähr? Kann man das abschätzen oder beziehungsweise mal anpeilen, was das jetzt bisher gekostet hat? Naja gut, da kommt ja wieder dann zum Tragen, dass es diesen sogenannten Rechtskreiswechsel gegeben hat. Also das heißt ja, dass unter dem Strich betrachtet wir ja dann auch als verlängerter Arm gelten, also dass wir für die Unterbringung zu sorgen haben. Ansonsten läuft das ganze Jahr über die Jobcenter, die dafür ja zuständig sind. Es gibt sogenannte Pauschalsätze. Und das ist natürlich dann immer die Frage, greift das dann? Danach wären es pro Person pro Jahr circa 11.000 Euro. Da sind aber auch Verwaltungskostenpauschalen mit drin. Und also insofern tue ich mich jetzt schwer damit, diese Beträge jetzt so als in Stein gemeißelt zu werten. Aber das sind so grobe Größenordnungen, mit denen gearbeitet wird. Jeder Mensch, der hierher kommt, muss sich ja auch im Bürgeramt melden, wenn ich richtig informiert bin, um dann sich irgendwie hier anzumelden, registrieren. Das Bürgeramt ist ja sowieso schon an den Grenzen, wenn man die Schlangen vor dem Rathaus sieht am Montag zum Beispiel. Wenn jetzt noch mehr Menschen kommen, gibt es dort auch irgendwelche Pläne beim Bürgeramt, dort nochmal irgendwie vielleicht konzeptionell was zu ändern? Die Konzeption haben wir ja schon geändert zum 1. Oktober. In der Tat, davor hatten wir an dem Montag, wo ich ohne Termin ins Bürgeramt kommen konnte, durchaus lange Schlangen, morgens um 8, als das Bürgeramt aufmachte. Das hat sich jetzt aber gelegt, weil wir ja seit dem 1. Oktober ein gemischtes Modell fahren. Das heißt also, ich kann jeden Tag ohne Termin kommen, kann aber auch jeden Tag einen Termin, den ich zuvor gebucht oder vereinbart habe, dann auch wahrnehmen. Und das hat natürlich jetzt auch zu einer Entzerrung geführt. Das ging aber auch jetzt erst im Oktober, weil wir vorher ganz, ganz händeringend Personal gesucht haben, was wir gefunden haben. Und dadurch, dass wir jetzt eine personelle Verstärkung haben,
können wir natürlich diesen Arbeitsauffall oder Anfall auch jetzt besser bewältigen. Das, was wir sagen müssen, ist, ich glaube, wenn es jetzt wirklich nochmal so derart viele Menschen geben sollte in der Kürze der Zeit, die zu uns kommen, mag es dann nochmal Engpässe geben. Im Moment ist es relativ gut beherrschbar. Die Menschen, die hierher kommen, die haben in der Regel keine oder wenig Deutschkenntnisse. Wie stellt man sich da im Rathaus drauf ein? Gibt es Dolmetscherinnen oder wie wird diese Sprachbarriere gelöst? In der Regel sind immer Quasi-Dolmetscher mit dabei. Ich verwende den Begriff Quasi-Dolmetscher, weil das jetzt keine staatlich Bestellten sind, sondern das sind welche, die entweder die ukrainische Sprache beherrschen oder die russische Sprache und insofern auch in der ukrainischen Community bekannt ist, wer einen begleitet, wenn man Behördengänge zu erledigen hat. Und dann kommen die Menschen, das sind ja oftmals freiwillige Helfer, auch mit, die eben die Sprache beherrschen und dort helfen. Und ehrlicherweise muss man sagen, im Smartphone-Zeitalter im Zweifelsfall durch einen Google-Übersetzer. Also man hilft sich so irgendwie. Ganz genau, ja. Wenn Sie auf die Stadt blicken und auf die Hilfe, die die Stadt anbietet, sind Sie als Oberbürgermeister zufrieden mit der Leistung? Also ich denke, ausbaufähig ist alles. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, können Menschen zufrieden sein, die aus einem Land fliehen, die Teile ihrer Familie oder vielleicht den Ehemann zurücklassen müssen und hier in einer fremden Umgebung sich zurechtfinden müssen und eigentlich in eine ungewisse Zukunft schauen, können sie nochmal zurück in ihr Land, werden die Familienmitglieder, wird der Ehemann überleben? Lohnt es sich überhaupt, irgendwann zurückzukehren? Denn das, was wir jetzt ja auch gerade feststellen, ist, dass ganz bewusst zivile Infrastruktur zerstört wird. Also da geht es ja nicht nur um klassische kriegerische Auseinandersetzungen, sondern darum, das Land auch kaputt zu machen. Und da wird sich ja dann eines Tages dann für jeden, der hier ist, hier in Sicherheit lebt, dann auch die Frage stellen, kann ich überhaupt noch zurückkehren? Macht das noch Sinn, dass ich zurückkehre? Bleibe ich hier? Das sind so viele ungelöste Fragen, dass ich denke, da kann man auch als erster Bürger der Stadt nicht zufrieden sein, sondern da kann man eben nur sagen, wir versuchen das, was in unserer Macht steht, zu tun. Hoffen, dass wenn es irgendwo zusätzliche Bedarfe oder Probleme gibt, wir schnellstmöglich reagieren können. Und man kann immer mehr tun, das ist, glaube ich, auch klar. Das, wo ich froh darüber bin, und das sind auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die es geschafft haben, bisher die Menschen dezentral unterzubringen. Also es ist ja dann eben auch die Frage der Privatsphäre und der Würde, wenn ich irgendwo dann doch noch gewisse vier Wände habe, auch vielleicht mit einer Familie auf ganz, ganz engen Raum. Es ist immer noch besser, als eine Mannschaftsunterkunft oder eine Sammelunterkunft mit mehreren hundert Menschen zu haben in einer großen Halle. Und ich glaube, da können wir eigentlich froh sein, dass uns das bisher gelungen ist. Und das war vorher schon, das waren die Erfahrungen eben, wie ich schon sagte, der alten Flüchtlingswelle 2016, Strukturen geschaffen haben, wie wir auch mit den Menschen, die neu zu uns gekommen sind und in einer großen Anzahl zu uns gekommen sind, umgehen können. Und was wir denen für Angebote machen können und wie wir denen auch helfen können, dass wir hier keine Parallelgesellschaft haben. Ist das Ganze vergleichbar mit der Flüchtlingswelle 15-16? Also sind es ungefähr genauso viele, die damals aus Syrien hierher kamen jetzt? Oder ist es noch nicht vergleichbar? Also was jetzt die reine Anzahl der Köpfe, wenn ich das mal so despektierlich sagen darf, vergleichen kann, nein. Denn da hatten wir, was die Zuweisung anbetraf, etwas über 1.000 Menschen. Wir haben dann ja eine Sekundärmigration gehabt. Das heißt also, sofern ich einen gewissen Aufenthaltsstatus erhalte, kann ich mich dann also auch freizügig bewegen. Und dadurch, dass wir ja relativ viele Menschen beispielsweise aus Syrien hier haben, sind dann viele nachgekommen. Da sind nochmal 2.500 Menschen dazugekommen. Also insofern, diese Größenordnung haben wir bei denen, die die Ukraine verlassen haben, nicht bisher. Aber ich glaube, es gibt schon eine qualitative Veränderung, weil wir hier eben ganz, ganz viele Mütter haben mit Kindern und da eben die Familie ja auch getrennt ist. Die Ehemänner, die da bleiben müssen, die irgendwie für den Kriegsdienst dort eingeteilt werden in der Ukraine und ansonsten die jungen Mütter, die hier sind, die irgendwie sehen müssen, wie sie ihren Lebensalltag dann auch wirklich geregelt bekommen. Und da gibt es schon, glaube ich, qualitativ einen Unterschied, weil wir hier eben doch viel mehr Familien haben als damals in der Anfangsphase der Flüchtlingswelle, wo ja auch viele junge Männer beispielsweise da waren. Also das ist da schon eine Veränderung, aber ansonsten glaube ich, jeder, der sein Land verlässt, weil er es dort aus welchen Gründen auch immer nicht mehr aushält, weil er irgendwie verfolgt wird oder Angst haben muss, dass er und seine Familie ausgelöscht werden, die haben ja in der Regel auch nicht nur eine lange Wegstrecke hinter sich, um in dieses Land gekommen zu sein, sondern eben auch einige Traumata, die sie auf Sicht gesehen, alle werden verarbeiten müssen.
Konkret zu diesem Thema, was würden Sie sich für die Zukunft wünschen? An erster Stelle Frieden, das ist klar. Da werden Sie sagen, das ist ja ein frommer Wunsch. Nichtsdestotrotz glaube ich, Wünsche sind immer noch da in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal in Erfüllung gehen. Ansonsten auf alle Fälle, dass diese kriegerischen Auseinandersetzungen zumindest so weit abflachen, dass es auch für die, die überlegen, ob sie wieder zurückgehen können und zurück zu ihren Familien oder die, die noch da sind, zurückkehren können, vielleicht eine leichtere Entscheidung haben zu sagen, das mache ich. Und ansonsten würde ich mir auf alle Fälle wünschen, dass die, die hier bleiben müssen oder die, die eben jetzt auch hier bleiben wollen, weil sie gesagt haben, das ist für mich dann, glaube ich, doch die neue Heimat, dass wir gemeinsam so einen tollen Anschluss finden, dass die dann auch wirklich Teil dieser Gesellschaft der Stadt Hameln werden und ja, ich sag mal, auch im wahrsten Sinne des Wortes teilhaben können. Also zum einen, was staatliche Infrastruktur, Schule und Kindertagesstätten anbetrifft, aber auch irgendwo einen Job, der die ausfüllt, wo sie sagen, Mensch, das ist die Qualifikation, die ich schon in meiner alten Heimat hatte, das darf ich hier fortsetzen. Und wo man auch den Menschen, die vielleicht noch jünger sind, einfach auch eine Perspektive geben kann und sagen kann, hey, also ihr seid zwar aus einem anderen Land gekommen und das wird immer auch so ein Stück weit das Geburtsland bleiben, aber das ist jetzt hier eure Heimat und ihr habt eine tolle Zukunft vor euch und wir freuen uns. Herr Griese, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.